Hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein herzliches Willkommen heute hier bei der XXL Animal Farm in Ellerbach. Ja, Marlon und ich ist natürlich wieder mit dabei, unser lieber Malo Nation. Moin, moin. Moin. Haben erstmal die Gemüseernte beendet oder kurz mal, ich will mal sagen, pausiert. Ne? Weil es hat zwischenzeitlich geregnet, da wird es schwierig und ja, wir haben gedacht, zwei Folgen lang jetzt hier irgendwie so einen Scheiß machen. Wird auch ein bisschen langweilig. So, okay. Weißt du, was ich mal gucken könnte? Meine Tiere haben ja nichts zu fressen. Schon seit ich angefangen habe eigentlich. ja. Wir müssen mal gucken. Wir müssen auf alle Fälle muss ich mal sehen, dass wir das Silo, dass die Silage fertig ist. Könnte ich eigentlich gleich mal gucken. So. Ja, und hier. Ja, ja, aber das ist eigentlich so gewollt, dass wir wirklich, dass ich wirklich bei Null angefangen habe. Siehst du, bei der Schafe muss ich abgucken. Ich guck gleich mal bei der Schafe. Bei den Schafen. Die brauchen. Die brauchen Wasser. Und die brauchen Gras. Dringendst. Eieieiei. Okay. Dann sollten wir das mal tun. Sind die Wiesen eigentlich schon fertig? Müssen wir mal gucken. Okay, Silage ist zu 90% fertig. Dann müssten wir schnell mal ein bisschen was mähen hier. Erntereif, jawohl. Sehr gut. Geil. Jetzt ist die große Preisfrage. Wo ist... Wo sind die Mähwerke? Ach, hier. Ja, wer gucken kann, ist klar ein Vorteil. Ja? Ja, definitiv. Weißt du was, da gehe ich mal schnell auf die Wiese. Uns gehören ja zwei Höfe, ne? Weißt du das? Ja, gegenüber. Ja, ja, genau, genau. Ehemaliger Schwein. Ja. Hast du die Ellerbach früher angezockt? Ja, sicher. War eigentlich wirklich eine gute Karte immer. Ja, ja, auch vor allen Dingen das war einer der wenigen Karten, wo ich mir gedacht habe, tatsächlich selber, dass ich die auch gerne alleine spiele. Ja, ja. Ich bin zwar nicht so der Einzelspieler im LS, aber wenn ich dann mal wirklich Bock hatte auf LS und dann Einzelspieler gestartet habe, war Ellerbach eigentlich so mit die erste Wahl. Definitiv, bei mir auch. Na gut, los ging im Endeffekt alles mit der Old Stream Farm. Wo ich sagen muss, die finde ich jetzt im 22er geiler, die Old Stream Farm, als im 19er. Also die finde ich richtig gut. Kennst du die? Old Stream Farm. Die Old Stream Farm. Welche ist das? Sag mir, was ist das? Das ist so ein bisschen aus den 70ern, ist das. Das ist, glaube ich, die Karte, die eigentlich immer so mit die erste ist, die kommt, oder? Nicht unbedingt, nee. Ja, da vertust du dich, glaube ich, gerade. Die kam tatsächlich später diesmal. Also okay, die ist schon eine der frühen, ne? Der wirklich schon ziemlich zeitigen. Aber an sich nicht die erste, sagen wir es mal so. Aber Old Stream Farm ist schon geil. Also die kannst du dir mal reinziehen. Das ist so richtig 70er Jahre Stil. Aber die Höfe, also der Haupthof ist wahnsinnig schön gebaut. Das gibt's doch nicht. Ohne Futter lassen. Ja, die lieben von Luft und Liebe, meine Tiere. Ich streichel die jeden Abend ein bisschen und dann reicht denen das schon.
Aber da zieht sich irgendwie so ein Muster durch, alle Projekte kann das sein. Nö. Boah. Meine Schweine sind top jetzt mittlerweile. In Neighbors. Und bei Family und DDR sieht's eigentlich auch sehr gut aus. Bei Family vor allem. Bei DDR war's bei den Hühnern ein bisschen kacke. Das stimmt allerdings. Ja, aber sonst eigentlich. Hat sich das so gefangen bei Tieren, oder? Doch, aber bei Neighbors, das Problem war, irgendwie haben die immer so viel verbraucht. Also, unverschämt viel. Ja, das war sonst der Mod, den wir ja angepasst haben. Oder ich. Ja, ja. War ja der. Wir haben die alten Werte bei den Kühen gelassen. Ja, das war nicht so unverschämt viel. Beziehungsweise der Verbrauch ist zwar hoch, aber dafür kriegt man halt auch als Gegenleistung Milch. Ja. Ja. Nee, das war schon eigentlich ziemlich heftig mit denen. Aber jetzt ist eigentlich schon seit langer Zeit immer. Ja, jetzt ist es ja auf Standard beim. Und es ist auch vom Bearbeiteten her bei mir. Also ich muss sagen, die sind jetzt in voller Gesundheit und in voller Reproduktion. Ich habe ja heute erst 49 Stück verkauft. Alter. Heute habe ich bei Neighbors richtig Kohle gemacht. Hab ich gesehen. Ich habe über 70.000 Euro Kohle gemacht heute. Vor allem das Geile, es ist ja dann sogar noch passiert, dass der Kleidungspreis höher gegangen ist. Über den Tag. Ich habe immer gedacht, das bleibt so, wenn am Tag einmal der Preis ist, bleibt der so, wie er ist. Naja, dadurch, dass wir mal fünf spielen, ändert der sich natürlich viel schneller. Ja, und ich habe immer gedacht, dass der am Tag im Endeffekt bleibt. Weißt du, was ich meine? Also, dass der sich in dem Tag nicht verändert. Dachte ich immer. Ich würde auch sagen, dass das mehr Sinn macht, aber. Was weiß ich schon, wa? So, wie kommst du voran? Ich weiß gar nicht. Sehr gut. Die Frage ist nun, was machen wir denn auf das Feld drauf, was du gerade mulchst? Also das Stroh brauchen wir auf alle Fälle. Obwohl wir da noch einiges an Ballen da haben. Wie viel haben wir? Da müsste ich nachher gleich mal, wenn ich zurückfahre, gucken. Dann haben wir. Wir haben eine Mehlproduktion. Wir haben ja dieses kurzfristige kleine Zwischenziel. 500.000 Euro so schnell wie möglich auf der Kasse. Und dann noch eine Produktion bauen, weißt du? Da wäre, glaube ich, sinnvoll. Ich hatte letztens schon geguckt. Ich glaube, Hirse, ne? Hirsemehl ist, glaube ich, ziemlich ergiebig und preislich, glaube ich, auch ganz gut. Dachte ich. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube schon. Boah, ist doch Hirse, ne? Wo du zurückkommen Hirse, wo du Mehl draus machen kannst. Ich weiß nicht, was sind das? Ist das nicht die Standardproduktion? Die Standardproduktion, ja. Bin ich so gut? Ja, tatsächlich. Ja, ich glaube, die kann zurückkommen Hirse. So. Jetzt
machen wir mal Folgendes. Wir fahren jetzt noch einmal zurück. Und dann würde ich schnell mal ein bisschen Gras sammeln für unsere lieben Tierchen. Sind die lieb? Die machen keinen Mucks. Das kann auch damit zu tun hängen, damit zusammenhängen, dass die vielleicht kein Futter haben und schon lange gestorben sind oder so. Keine Ahnung. Könnte. Ist das hart. So, gut. Ich habe hier einen geilen, einen schönen Ladewagen. So ein bisschen so einen alten, weißt du? Ja, den Mod habe ich schon, beziehungsweise habe ich ja schon gesehen, den Ladewagen. Der gefällt mir eigentlich. Und ich fahre ja hier, also ich schwade ja mit Oxbow. Ist es Oxbow? Ich wüsste jetzt gleich gar nicht. Den Bandschwader. Ja, Oxbow. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Ein bisschen Oxbow austesten, oder wie? Ja, mal ein bisschen was anderes reinbringen, weißt du? Das ist halt so, jeder macht immer irgendwie dasselbe. Und nutzt eigentlich gar nicht so oft diese DLCs. Jeder hat sie, aber kaum jemand nutzt die. Oder man sieht die zumindest kaum irgendwo mal bei jemand. Ja, weil die meisten natürlich Multiplayer spielen und dann die meisten... Hat's wieder nicht jeder und ja. Ja, jeder muss das haben. Technisch würde das eigentlich doch auch funktionieren, wenn das nicht jeder hat, oder? Naja, das ist tatsächlich bei Giants Sachen so verbaut, ja. Weil es gab ja am Anfang des LS 22 gab es ja diese Aktion von diese ID Caps, also ID Gaming Caps. Ja, ja. Die Traktoren, die Black Beauty Fans, sowas Ding. Ja, ja. Den Porsche. Ein anderer Porsche, wie es gibt ja auch immer den Porsche in DLC-Form. Aber es gab zum Anfang gab es halt so Keys und dann. Und die könnte ich jetzt auch zum Beispiel bei Neighbors kaufen, obwohl die nicht jeder freigeschaltet hat. Dann das ist es. Dann, aber dann, wenn du damit irgendwie gefahren kommst, sehen wir dich irgendwie nicht, oder wie war das gleich? Doch. Ist alles normal. Ach, aber ich kann nicht einsteigen, ne, wenn ich es nicht hab. Weiß nicht, das haben wir noch nicht ausgetestet, glaube ich. Du selber kannst es auf jeden Fall nicht kaufen, wenn du das nicht hast. Ach, das könnte sein, dass ich es irgendwie nicht kaufen kann. Oder also irgendwas war da. Eine Einschränkung sowieso, ist logisch. Es war irgendwie eine komische Einschränkung, fanden wir damals. Wir haben das ja am Anfang mal probiert irgendwie. Zu lange her. Ja. Tatsächlich wirklich, ja. 2 Jahre fast. Sagen wir 2,5. Ja. So. Ich habe immer noch nicht so richtig realisiert. Realisiert oder was? Ja, sehe. Dass wir August haben, einfach schon. Ist krass, ne? Tja, und bald ist der 22er Geschichte. Krass. Ja. Aber ich muss zugeben, ich freue mich mittlerweile sehr auf den 25er. Weil, wenn das kommt, was sie jetzt wirklich so sagen alles, wenn das alles funktioniert, finde ich es schon geil. Ja, das denke ich auch. Das ist... meine... das mit dem Wasser ist ja schon mal ein Schritt nach vorne. Das ist ein großer Schritt nach vorne. Ja, das finde ich auch wirklich klasse. Also wenn das alles so funktioniert, ist das ein Riesenschritt nach vorne, finde ich. Ich meine, wenn du im Wasser fährst, hast du da Matsch in den Reifen. Das ist das Geile, ja. Ja. Das finde ich halt irgendwie übelst geil.
Nur von der Bodenverformung haben wir noch nicht so viel gesehen. Nur technisch. Nee. Ja, ich glaube, da lassen sie sich nicht so richtig reingucken. Das ist noch in Entwicklung, glaube ich. Das wollen sie wahrscheinlich bis zum Ende, wo sie noch Zeit dafür haben, wahrscheinlich noch austüfteln. Und ich kann mir vorstellen, dass die sagen, ey, wisst ihr Leute, wir wollen das vielleicht sogar diesmal wirklich richtig gut machen und nicht schon vorneweg irgendwelches Zeug preisgeben, weißt du? Weil dann sind alle dann auf dieses eine versteift, ne? Und ich könnte mir vorstellen, die wollen sicher gehen, dass es halt wirklich läuft. Ich finde es auch gut, ja, dass sie Bodenverformung sagen und nicht dynamischer Boden. Die Erklärung finde ich sehr gut, warum sie das so machen. Ja, wenn man an dynamischen Boden denkt, dann denkt man an Snowrunner. Das ist einfach ja. So. Oder ja, sie sagen ja, ne? Jeder denkt irgendwie an was anderes. Und das macht's dann halt sehr schwierig. Ja, da hat Chance auch gelernt in den letzten Jahren. Sehr, sehr schön. Ach ja, jetzt könnten wir das ganze Ding mal aufdecken. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Silo öffnen. Nö, oder? Siehst du mal. Einzige, was zu Bodenverformung ja gewiss ist, dass es halt so ähnlich ist wie gerade die Spuren, die man hinterlässt, dass die halt irgendwann wieder verschwinden. Mehr ist da ja nicht tun bekannt. Nee. Und doch, dass wenn du durch die Spuren durchfährst, du physikalisch die auch spürst. Achso, ja, das ist. Das finde ich aber eigentlich auch ganz cool. Also, dass es wirklich physikalisch im Boden eine Verformung gibt und nicht nur visuell halt, ne? Schon ganz gut gemacht. Ich frage mich halt wirklich einfach bloß, die haben dort von Systemanforderungen, von minimalsten Systemanforderungen, haben die Sachen angegeben, wo ich mich frage, das sind ja übelst veraltete Grafikkarten, die da angeben. GTX irgendwas. Das kann doch niemals funktionieren, oder? Okay. Ich glaube, für den neuen LS... Naja, obwohl so extrem verändert, haben sie auch wieder nichts an der Grafik. Das ist halt, denk ein bisschen mehr Power brauche ich schon. Ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist tatsächlich das so, dass ja die alten, also die Old-Gen-Generation von Xbox und PlayStation nicht mehr. Die gehen nicht mehr. Nur diesen noch Weg. Xbox One, wie ist es? Ich kenne mich bei Xbox nicht aus. Und PlayStation 5. Ja, das andere ist raus. Aber beim PC haben die echt von minimalen Anforderungen her echt wenig Anforderungen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe halt mal auf die Grafikkarte geguckt, weißt du? Da ist... Geht eigentlich. Gekauft habe ich noch nicht in LS25. Nee. Mache ich aber jetzt demnächst mal mit. Genau. Ich bin eben mir noch nicht so ganz schlüssig. Zwischendrin jetzt war ja die Collectors Edition schon wieder ausverkauft. Aber jetzt gibt es die wieder. Ob ich mir die hole oder nicht, ich weiß es nicht. Als Sammler müsste man sie sich eigentlich holen. Wie siehst denn du das? Performance-technisch ist es scheißegal, ob du eine CD einlegst und es da draus installierst oder von Steam, oder? Da weiß ich, dass... Ich habe immer das Gefühl, dass Steam-Spiele besser laufen, als wenn du sie von CD installiert hast. Also ich weiß es nicht vom Gefühl her, das ist so Bauchgefühl, weißt du? Aber es ist ja eigentlich Quatsch. Beim einen lädt er das quasi aus dem Internet, beim anderen
liest er das von der CD. Gut, aber ich habe ja die CD gar nicht drin. Also ich installiere das und ich brauche die CD ja gar nicht drin lassen. Ja, dann installiert er das von Guru. Okay, Guru meint, das ist auch so. Meinst du, dass von Steam echt besser läuft als von CD? Also vom logischen her, ich meine, es werden ja mittlerweile, musst du ja extra angeben, wenn du CD-Laufwerk haben willst. Ja. Das musst du mittlerweile extra angeben. Zumindest kenne ich so das nur. Und die Älteren, die dann standardmäßig das noch drin haben, haben dann wahrscheinlich einen schlechteren Leser oder so. Mhm. Dann ist natürlich Internet eventuell schneller. Ja. Weil Internet auch weiter, ich sag mal, erforscht wird. Die Frage ist halt jetzt bei uns hier, wenn beide von Steam, also Nicole und ich, von Steam das Zeug starten, weißt du? Belastet ja dann doppelt das Internet. Nee. Nee? Warum nicht? Weil die Steam Cloud erst, wenn du es schließt, zum Einsatz kommt. So, okay. Und dann brauchst du Internet erst wieder beim... Wie heißt es? Jetzt finde ich das Wort nicht. Du denn? Ja, nicht schlimm. So, okay. Alles klar. Ja, vielleicht hole ich mir die Collector's Edition und stell mir die einfach hierher. Und hol mir dann halt auf Steam das Spiel halt zum Installieren oder so. Man muss mal gucken, mal sehen. Meine Lieben, wir haben es aber schon wieder geschafft für heute. Sehr, sehr schön. Da könnt ihr mal sehen, zu zweit schafft man einfach wirklich das Doppelte. Logischerweise. Ja, ich mache jetzt hier das bisschen noch fertig und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne das Däumchen da, meine Lieben. War sehr, sehr schön mit euch und natürlich auch mit Marlon. Hat viel Spaß gemacht. Du bist wohl fertig, oder was? Sehr. Yeah, yeah, yeah. Okay, meine Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, Däumchen da lassen. Und wer mag, auch gerne ein kleines Abo. Würde ich mich sehr freuen. Müsst ihr natürlich aber nicht, ne? Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss und ciao. Tschüss.